Herzlich willkommen in Namibia. Wir sind gerade gelandet und sind hier mitten in der Wildnis in der Kalahari auf dem Weg in unsere erste Lodge. Ich bin sehr gespannt, was mich alles hier erwartet. Ich war 2018 das letzte Mal da. Ich fand es wundervoll. Ich liebe dieses Land einfach. Die Natur, die Menschen, die Tiere, aber auch das Essen. Und was es hier alles auf dem Teller gibt, das finden wir jetzt gemeinsam raus. Kommt mal mit. Guten Morgen aus der Kalahari. Sengende Hitze um 10 Uhr morgens. Die Kalahari ist eine der ältesten Wüsten der Welt im Süden von Namibia. In der Tat eine Halbwüste, wie man sieht. Also nicht nur Sand, sondern auch zwischendurch mal ein Busch und ein bisschen Gräser. Hier ist alles voll mit Tieren. Und wir wollen uns heute angucken, wo leben diese Tiere, was machen diese Tiere. Und dafür lernen wir Frederik kennen. Der kann nämlich Spuren lesen. Mit dem gehen wir jetzt hier rum und er wird uns erklären, welche Tiere wo lang gelaufen sind. Und noch besser, der ist Buschkoch und wird heute Abend mit uns ein Puiki machen. Ein Nationalgericht von Namibia. Frederik, my name is Stefan. Hello. Nice to meet you. Very nice to meet you. Where did you learn how to look for tracks? You know, I grew up on a farm. And afterwards, when I grow up, I do field guide training a little bit, and this how I learn to tracks. Which animals are here? What do you see mostly? What tracks? Yeah, we have giraffes. It's not some lot, but oryx and springboks, and also ostrich, and then also wildebeest in this area. Big one. Big one, yeah. This is a track. You see, this one. It's you can see if it's a right one or left one. You can see it's a stem, like this. Das ist hier von einem Strauß und das ist größer als meine Hand. We are going to make some poiki, right? Right tonight, yeah. Oh, poiki, yeah. Poiki is a tradition thing that we cook inside. It's three legs, it's a poiki. And we put on the fire, and then we cook our food inside. It's a one-pot stew. Yeah, one-pot stew. Yes, okay. Yeah. Let's make some poiki. Come. Yes, great. Yeah, come on. Wir sind zurück in der Kalahari Anib Lodge, haben super viele Tiere gesehen und jetzt habe ich richtig Hunger. Frederik hat mir ja versprochen, dass er mir zeigt, wie man Lamm Poiki macht. Poiki schreibt man komplett anders. Ich musste aber lernen, dass es Poiki heißt. Klingt ganz süß, oder? Frederik steht da mit seinen zwei Freunden. Poiki ist super vielfältig. Wir kochen heute drei verschiedene Varianten. Veggie, Lamb und Oxtail. Wir bereiten das Ganze jetzt hier an der Lodge vor, weil in der Wüste ist es im Moment viel zu heiß. Außerdem ist alles voller Sand. Das Kochen übernehmen wir nachher auf der Düne. Aber die Vorbereitung, da seid ihr jetzt mit dabei und wir gucken genau zu, was die machen. Hello everyone! Hello! Let's make some poiki, yes? Yes! Fresh, yes. Right? Stefan, yes. Hello my yes. Friend. I can see your hands are already knee deep in busy, the work. Busy, busy. What are you making? I'm gonna make a beef oxtail poiki. I would like to help you a little bit. Of course. Und jetzt die gemehlten Ochsenschwanzstücke einfach oben drauf. Frederik. Hallo. Thank you very much for showing me the tracks. Now you want to show me something else. Yes. Poiki. Lamb poiki. Booster-Soße gewürzt. Habe ich so noch nie gesehen. Hopp.
I'm Stefan. Hi Stefan, I'm Mandy from Stumpri. Hello Mandy. Yes. Stumpri. 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 And you are beautiful. What is this? This is what kind of a dress is this? Nama dress. Ah, okay. Yeah. And the Nama are from southern part of Namibia. What are we gonna cook? A vegetarian poiki. Vegetarian and poiki. Vegan poiki. Vegan poiki. Yeah. Jerome, unser Kameramann, ist nämlich Veganer und ganz süß, weil da Butter drin ist, kriegt er einen extra Topf mit Olivenöl. Thank you. That is very nice of you. How long will it take to cook? 2 hours. I want to cook it slow on a low heat. And then we close with the cabbage leaves. And then we put it on the humidity yeah. inside. Not let it come out of the pot. Yeah. Oh, that is smart. Wow. We don't even stir it. Yeah. No stirring. No stirring. Okay, I will carry the big one. Yeah, I will carry this. Eine ganz tolle Art, Essen zuzubereiten, draußen in der Natur. Das Gemüse ist knackig und das Fleisch ist super zart und durch. Also ganz toll. Der Geschmack zieht durch. Alles hat irgendwie einen ganz intensiven Geschmack. Etwas besser sogar als beim Eintopf oder so. Mir gefällt die Zubereitung richtig gut. Und ich glaube, Anne kann sich schon mal freuen, dass ich im Garten so ein Dreibein aufbauen werde und demnächst das Essen aus dem Gusseisentopf kommt. Wir haben jetzt Feierabend und setzen uns gleich an eine wundervolle Tafel und werden an diesem wunderbaren, magischen Ort essen dürfen. Ich wünsche euch guten Appetit.